Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Man kann ja Videos auf Twitch hochladen und ich nutzte dafür eigentlich meinen YouTube-Account. Aber man kann die auch auf Twitch hochladen und Sammlungen erstellen. Von daher, wie Playlists, machen wir das alles auf Twitch. Das heißt, es wird eine kleine Tutorial-Reihe geben mit kurzen Videos. Ich versuche es möglichst kurz zu fassen. Vielleicht mache ich auch ein extrem langes Video, wo alles erklärt wird. Aber ich habe mir vorher Stichpunkte gemacht und versuche das so kompakt wie möglich zu erklären. Wer mehr wissen will, ich erkläre auch viel in meinen Streams. Guckt gerne auch in den Streams vorbei. Aber ihr habt ihr einfach ein bisschen mehr Content. An sich fangen wir natürlich, ich möchte das starten, diese Videos Zeugs mit einer kleinen Serie für Anfänger. Mal gucken, wie groß sie wird. Hier seht ihr auf jeden Fall erst einmal das größte Mysterium und damit fange ich auf jeden Fall an. Ich werde übrigens die Serien jetzt nicht hier regelmäßig in den Tag bringen, sondern immer, wenn ich Bock drauf habe. Der Kanal passiert sowieso immer, je nachdem, wie ich Bock drauf habe. Ich habe mir da keinen Terminplan so gesetzt. Es gibt zwar einen groben Streamingplan, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wir wollen einfach Spaß haben. Das kommt auch im Discord vermittelt. Schaut doch mal auf dem Discord vorbei. Link findet ihr auch irgendwie überall hier. So, wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit dem größten Mysterium. Genug Werbung gemacht. Und zwar ist das der Client. Der erste Tipp ist, stellt euren Client bei Windows Size auf maximale Lautstärke. Und sind wir beim nächsten Punkt, weil ich schon Windows Size sage und nicht Bildschirmgröße, stellt das Spiel auf Englisch. Dafür loggt euch aus und könnt da dann Englisch einstellen als Sprache und euch das runterladen. Warum? Ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Items gehe und es gibt ja verschiedene Items im League. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber falls nicht, ist nice, aber. Jetzt sage ich zum Beispiel, baue, wenn ihr gegen jemanden mit viel Damage spielt, baut ihr Banshee's Wail, weil ihr bekommt damit ein Spellsheet. Eine passiven. Und ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber wenn ihr nicht wisst, was Spellsheet bedeutet, beziehungsweise fragt ihr, ja, was heißt das denn, was heißt Banshee's Wail denn jetzt auf Deutsch? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Muss ich ehrlich sagen, so gut ist mein Englisch nicht, dass ich alles so frei übersetzen kann. Und ich habe jetzt halt auch so gelernt. Ich sag auch, Infinity Edge und nicht Klinge der Unendlichkeit. Und damit man da nicht durcheinander kommt, ja. Damit man da nicht durcheinander kommt, stellt man es einfach auf Englisch. Da hat man von Anfang an die Probleme nicht. Das ist mein Tipp und ihr werdet auch später, ist früher oder später sowieso auf Englisch stellen, weil das ist echt wichtig. So, das war der erste Tipp. Bevor wir uns mal, ich werde ein extra Video zur Einstellung machen. Aber bevor wir damit weitermachen, möchte ich erst einmal den Client von Grund auf erklären. So sieht euer Client aus. Ihr habt hier euer Champion, euer Profilbild, das könnt ihr frei wählen. Ihr könnt euren Namen ändern, ihr könnt den Status setzen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ihr habt hier eine große Infoseite und an der Seite habt ihr quasi immer eure Freundesliste, wo ihr auch Kategorien anlegen könnt. Normalerweise müsste das bei euch alles bei General sein. Ich habe mir das halt dann abgelegt in verschiedene Kategorien, dass die wichtigsten Freunde immer ganz oben sind. Was gibt's noch? Interessant, hier werden immer Sachen gefeatured, die interessieren euch aber am Anfang nicht. Auch die ganzen Events. News ist immer ganz nett. Patch Notes, die jetzt rausgekommen sind, die interessieren uns alle gerade nicht. Oh, Aphelios wird wieder genervt, ich wundere, oder? Das interessiert uns alles nicht. Uns interessiert erstmal nur unser Profil. Und eigentlich noch nicht mal das. Aber ich möchte das kurz erklären. Also, hier habt ihr euer Profil. Und hier könnt ihr quasi euer Icon festlegen, wie ihr wollt. Ihr seht hier euren Summoner Level. Ich bin 265, das geht auch bis unendlich. Früher ging es nur bis 30. Ihr müsst wissen, ihr braucht mindestens Level 10, um Draft spielen zu können. Ihr braucht mindestens Level 3, um auf Summoner's Rift spielen zu können. Ihr braucht mindestens Level 10, um, habe ich schon erwähnt, und Level 30, um Ranked spielen zu können. Ihr braucht kein Summoner-Level für TFT. Für die Events braucht ihr auch Level 10 und eine gewisse Mindestanzahl an Champions, ich glaube 10 oder 20. 10, glaube ich. Die man fest besitzt. Also abgesehen jetzt von der Rotation, die zählt nicht mit. Dann habt ihr hier euren Rang, wenn ihr Ranked spielt. Kleiner Tipp, spielt nicht so früh Ranked.
Wartet erstmal. Ihr müsst erstmal lernt erstmal zwei Rollen und zwei Champions, mindestens zwei Champions auf jeder Rolle. Wenn ihr das gut könnt, könnt ihr dann anfangen mit Ranken. Sonst werdet ihr zu krass in der Elo-Hölle platziert und haut euch eure MMR kaputt. Dann gibt's Honor Level, wenn ihr am Ende des Spiels könnt ihr mir jemand ehren. Honor Level ist das halt. Dann hier Mastery ist je oft, immer wenn ihr einen Champion spielt, bekommt ihr Punkte. Und hier seht ihr, wie viel die meisten, welche Champions die meisten Punkte haben. Bei mir sind es Xayah, Lux und Nico. Ihr habt ja euer Hextech-Cup, wenn ihr bei Clash mitmacht. Das soll aber erstmal Nebensache sein. Hier könnt ihr eure Games im Nachhinein sogar runterladen. Also ihr könnt jetzt dieses Rakan-Gameplay runterladen und dann mir das auch anschauen. Weil die Games gehen halt immer so lange. Könnt ihr euren Rank-Status sehen, dann euren Clubs, in denen ihr seid. Ich bin hier in Chaoten-Crew. Grüße gehen raus an Chimratze. Und dann habt ihr eure Highlights. Wenn ihr was highlightet, dann seht ihr das hier. Ich habe hier, glaube ich, sogar meinen Quadra oder was war das? Mit Lux gehighlightet. Das wollte ich einfach nur mal austesten. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Dann gibt es jetzt Stats. Die Seite funktioniert. Moment, da der erste. Nee, ich werde jetzt den Timer setzen. So. Quarter Kill war das, oder? Ja, das war ein Quarter. Dann habt ihr hier eure Highlights, eure Stats. Die Seite lädt momentan nicht. Die ist eigentlich sehr wichtig. Schade, dass sie momentan nicht funktioniert. Jo. Dann eure Collection ist vielleicht so das Interessanteste. In League gibt es sehr viele Champions. Insgesamt 100. Achtundvierzig gibt. Und mir fehlen auch irgendwie noch 7. Und die habt ihr hier, ihr könnt die auch sortieren nach Alphabet. Oder halt nach Mastery, die ihr am meisten gespielt habt. Ihr seht hier so sehr viele Mages, Enchanter auch und auch den ein oder anderen Marksman mal. Das ist so das, was ich so spiele. Dann habt ihr hier eure Skins. Es gibt über 1000 Skins. Ich glaube 1020 oder so gibt's. Ich habe davon auch schon ein paar. Ja. Dann gibt es Emotes, die ihr freischalten könnt. Da habe ich auch schon die Hälfte gesammelt. Das sind so Sachen, die ihr über das Loot-System mit der Zeit bekommt. Dann habt ihr Runen. Da müssen wir auch nochmal ein Video zu machen, wann man was benutzt und so weiter. Runen halt. Und da könnt ihr 3 haben. Ich habe 9, weil ich mir weitere freigeschalten habe. Ich glaube, ihr habt nur 2 am Anfang. Dann eure Summoner-Spells, die habt ihr irgendwann alle freigeschaltet, ab Level 9, glaube ich. Hier könnt ihr Item-Sets, das sollte euch nicht interessieren. Dann gibt es diese Icons, die ihr hier reinsetzen könnt, die ihr auch freischalten müsst. Die sammelt ihr auch alle mit der Zeit. Dann gibt es hier noch irgendwelche Wards. Auch dasselbe. Und Chromas. Aber das ist nicht so interessant. Dann gibt es natürlich noch eine Spalte für TFT und für Clash, für die anderen Modi. Ja. Aber das sollte jetzt nicht so interessant sein, denn ihr wollt ja lieber zocken. Und wie geht das? Ihr drückt auf Play. Uff, ist raus. Und dann habt ihr 3 Spielmodi. Ihr könnt Teamfight Tactics spielen, das interessiert uns aber jetzt nicht, weil das nicht eigentlich das ist eigentlich ein anderer Modus. Dann gibt es Aram, das ist 5 gegen 5 auf so einer. Ein Map für Anfänger ist immer ganz gut, um Champions und auch andere Champions kennenzulernen. Und dann gibt es halt hier die verschiedenen Modi. Du hast einmal den Blind, den Draft und Ranked. Ich erkläre kurz die Unterschiede. Also Ranked, Flex und Solo Duo. Also Ranked Solo Duo bedeutet, dass du nur alleine spielen kannst oder mit maximal einem Premade. Flex bedeutet, dass du mit alleine spielen kannst. Oder halt mit 1, 2 oder 4 Premates. Mit 4 Leuten zusammenspielen geht nicht. Also insgesamt 4 Leute in einer Party gehen nicht. Es müssen mindestens, also es dürfen halt nicht 4 sein, alles andere geht. Also 1, 2, 3 und 5 geht. Dann gibt es den Blind und den Draft.
Blind heißt einfach, ihr geht hier rein und sucht, so. Und dann findet ihr irgendwann Gegner. Dann schreibt ihr eure Rolle in den Chat und dann geht ihr dann hin. Draft ist mit einer Bannphase. Da hat man die Möglichkeit, Champions zu bannen und vorher, keine Ahnung, irgendeine Rolle auszuwählen, die man spielen will. Ich sage, ich will ADC first und wenn ich das nicht kriege, will ich Mitte gehen. Deshalb sollte man auch zwei Rollen lernen. Und dann sucht ihr und dann kommt ihr in so eine Pick- und Bannphase. Und irgendwann, ja, jetzt wird das ewig dauern, aber dann kann man irgendwie auf Accept drücken und dann wählt man erst seinen Champion aus, dann bannt man einen Champion, den man gar nicht haben will, weder in deinem Team noch im Gegnerteam und dann pickt man der Reihe nach einen Champion. Jetzt könnte man hier auf Accept drücken und dann würde man finden. Das ist so und Rank läuft nur im Draft, also in der abwechselnden Wahl heißt das auf Deutsch. Und im Blind sieht man auch nicht, was die Gegner picken. Im Draft sieht man das vorher schon. So, dann war's das eigentlich. Es gibt noch einige Sachen, die ganz wichtig sind für Anfänger. Sehr wichtig, dass ihr hier mit Bots spielen könnt. Würde ich euch auch empfehlen. Dann das Tutorial, wenn ihr es nicht gespielt habt, spielt das auf jeden Fall. Und im Practice Tool kann man immer gut mal was testen. Kann auch hier einen Champion einfügen. Und dann spielt man gegen den. Dann kann man noch Customs joinen, die man hier suchen kann. Also wenn man mit Freunden gegen Freunde spielen will, kann man hier einfach mal eine Runde aufmachen. Dann lädst du hier deine Freunde ein. Hier ziehst du dir die dann rein. So sieht man sich die rein. Und dann hat man die eingeladen oder man addet hier einfach Bots. Das geht auch. Und dann, wenn ihr halt in-game seid, in einem Custom Game, also oder in einem normalen Spiel, ist ja egal. Dann habt ihr hier eure Auswahl. Dann wählt ihr halt euren Champion aus. Ich spiele jetzt Xayah, weil was mein Champion ist. Wählt dann noch eure entsprechenden Runen, wenn ihr schon könnt, aus. Passt die entsprechend an. Wählt eure Beschwörerzauber. Wenn ihr eingeloggt habt, könnt ihr noch euren Wardstil und eure Emotes ändern. Und wenn ihr damit durch seid, dann werdet ihr weitergeleitet ins Spiel. Aber was das Spiel an sich angeht, das ist dann eine andere Geschichte. Und das soll ein andermal erklärt werden. Ihr könnt ja übrigens auch noch eure Skins dann auswählen. Das nur mal so nebenbei. So, Game is still in progress. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz traumhaften Dach. Ups. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.